So, hallo, herzlich willkommen zurück. 127 Kilometer. Ja, Naja, wir sind fast muss ja da. noch weniger, okay. Ja. Ah, ich glaube, ich fliege mal zu den Real Trader. Okay, jetzt mache ich auch mal. Allgemein, Freunde, das ist ja so lange. Ich habe also immer nur Richtung Mond geguckt und bin Richtung Gott weiß, wohin Kanzeldach. geflogen. Ja, nee, wahrscheinlich Richtung Kanzeldach, weil ich ja immer vorne die Nase runtergenommen habe. Ja, das heißt, ich habe das Schiff nur im Flug gedreht, bin aber weiterhin in die gleiche Richtung geflogen, mit Sicherheit. Deswegen bist du auch weiter weggeflogen hier ran. Ja, stimmt. Ja, irgendwann. Am Anfang noch nicht. Habe ich einmal geguckt. Jetzt bin ich natürlich auch einen wunderschönen Bogen geflogen. H2-Tank ist voll. Ach guck, jetzt braucht er auch gar keinen Strom mehr. Der hat den Strom wirklich für den Generator benutzt. Jetzt steht der Strom auf 1. Wahrscheinlich nochmal Licht oder ne, ist mir ausgestellt. Irgendwas hat schon Strom verbraucht. Ja, das Cockpit Ja. braucht bestimmt auch Strom. Ja, das Ja, wir Cockpit waren braucht Strom. jetzt. Ach so, jetzt kann ich mal gucken, wie viel Wasser, wie viel Eis ich jetzt noch übrig habe. Wahrscheinlich nichts. Nee, wahrscheinlich hat er alles verbraucht. Ich will alles verbrennt, ja. Und jetzt könnte ich noch gucken, wie viel im Hydrogentank drin ist. Wo sehe ich das denn? Ich guck mir mal Was ist diesen das denn? Radhändler. Ach du Scheiße, wieso ist denn der Mond jetzt plötzlich so groß? Und wieso habe ich, wo ist denn die Entfernung? Ach da. Oh, du meinst, das stimmt aber mal überhaupt nichts mehr. Wieso ist das denn jetzt passiert? Wo ist denn mein Kreis? Ach du Kacke. Ey, das war aber jetzt irgendwie schlagartig komisch. Find meine Flugrichtung nicht wieder. Ich habe keinen Kreis mehr, kann das sein? Normalerweise. Ja, den hast du eigentlich nur nicht, wenn du stehst. Ja, ich habe ja Ach, ist die 848 Sekunde Grad aus? oder so. Ja, ich habe einmal nur. Ist Gibt's die doch gar Sekunde nicht. aus? Ich sehe zwar die ganzen Waypoints, ich finde den noch nicht wieder. Na gut, ich beschleunige einfach mal in die Richtung, dann müsste das ja wieder. Genau. Ne, nicht beschleunigen. Hier mit C und irgendwas machen. Man kann es Der auch ein macht bisschen irgendwas, aber. an den Staubpartikeln sehen, die an einem vorbeizischen, in welche Richtung man fliegt. Ah, wer nach links? Oh, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ach nee, das ist die Erde. Ich habe gerade nur das Links verrissen. Ach du Scheiße. Schon gut. Das war völlig falsch. Also der Mond hat keine Wolken, ne? Nein, ich korrigiere das wieder. Nein, ich habe mich schon gewundert, warum ich plötzlich so nah dran bin. Das Ding sieht cool aus, offiziell. Das war aber gar nicht so. Der Radhändler ist cool. Okay, wir landen. Ich habe mich schon total gewundert. Ich bin jetzt noch 96 Kilometer, mehr alles gut. Ich bin nur gerade einmal nicht rausgekommen und hatte zufällig Ah. die Erde vor mir. Das war reiner Zufall, dass ich darauf zugesteuert bin. Ja, ich kann jetzt sehe ich auch die Waypoints so. Das ist einfach die Erde mit der Atmosphäre, das sieht man ja. Ja, meine Maus ist ultra empfindlich. Und zwar, nein, also nicht nur die Maus ist empfindlich, sondern. Ich habe so ein Special Mousepad, ne? Das ist nicht wie ein normales. Hast du so ein normales Mousepad? Ich kenne die ja. Aber du weißt, dass die Kraft, um die Maus darauf zu bewegen, ungefähr ein Zehntel ist wie auf einem normalen Mousepad. Da brauchst du wirklich Okay. nur anhauchen. Das ist wie auf einer Eisfläche, die Maus. Also du brauchst überhaupt keine Kraft, um die zu bewegen. Und deswegen, wenn man da einmal nur antippt, dann verreißt sie gleich alles. Das habe ich gerade geschafft. Also am Tisch wackeln, weiß ich schon. Ich glaube, der Bohrer hat nicht gebohrt, während ich weg war. Okay. Mal gucken. Werde ich gleich sehen. Ne, der glaube ich hat nicht gebohrt. Der steht noch ziemlich weit oben.
Bist du schon da, oder was? Jo. Wir brauchen einfach eine Mondbasis. Ah, wie wär's? Oder hast du da schon eine angefangen? Ja, ich hab so ein bisschen was angefangen. Ja, so ein riesen Hydrogentank dahin irgendwie Energie und dann anfangen irgendwie da Sachen aufzustellen. Das geht doch gar nicht. Weil du brauchst ja wahrscheinlich erst Gold. Und dann irgendwann, wenn du zu einem ganz anderen Planeten fliegen willst, brauchst du wahrscheinlich vorher viel Gold. Für bestimmte Sachen zum Bau. Bauen wir ein Kolonisierungsschiff, so ein richtig riesiges. Das bauen wir im Weltall zusammen, das ist einfacher. Das müsste doch gehen, oder? Du kannst auch ein Schiff im Weltall bauen, oder nicht? Also momentan bohrt der Bohrer wieder. Weil du da bist. Weil ich da bin wahrscheinlich. Ja, okay. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie die das machen. Ob die das chunkmäßig oder anders hier? Wahrscheinlich eher nicht. Irgendwie Entfernung wahrscheinlich, ja, denke ich das mal. Das denke ich mir auch. Weiter als 10 Kilometer weg ist wahrscheinlich oder 20 oder was weiß ich. Dann ist wahrscheinlich Ende. Schade. Nein. So, im Moment bin ich aber genau auf Kurs 67 Kilometer. Muss man da noch einen Connector für dich bauen, glaube ich. Was gibt es denn überhaupt für Materialien, die man direkt auf den Mond schürfen kann? Direkt auf dem Mond. Es gibt hier Eisen, Nickel, Silizium, also Stein. Also gibt es auf der Erde, okay. Kobalt gibt es nicht. Ja, und wie machst du Sauerstoff, wenn du länger da bleiben willst? Hast du da in der Fabrik für auch schon gebaut? Eis, beziehungsweise, naja, es gibt so Oxygen-Farmen, die laufen bei mir so ein bisschen. Muss mal gucken, ob die Tanks voll sind. Was ist Oxygen-Farmen? Ah, nee, die bringen nicht genügend. Die bringen halt nicht so viel, aber die sind, machen das halt umsonst. Was ist denn das? Die machen aus Sonnenlicht Sauerstoff. Ach, das ist ein Block oder was? Ja, Sonnenlicht und Sonnenlicht und Energie, dann machen die daraus Sauerstoff. Ach, Energie brauchen sie aber. Und wahrscheinlich hast du auch noch ein paar Solarpanel da stehen. Genau, ja. Aber was ein bisschen doof ist, also die Sonne ist bei mir noch gar nicht untergegangen. Aber mein Solarpanel hat sich schon umgedreht, weil es keine Energie mehr macht. Also die Berechnung ist ein bisschen, ja, okay, es kommt nicht darauf an, ob Sonne drauf scheint oder nicht, sondern es kommt, glaube ich, darauf an, wie man zum Planeten oder zum Objekt steht. Wird irgendwie wahrscheinlich anhand einer kreisrunden Formel oder so berechnet, kann ich mir vorstellen. Dass halt die Berge sozusagen... Genau, jetzt wird es nämlich erst dunkel und jetzt müssten die eigentlich erst keinen Strom mehr produzieren, aber die haben sich vorher schon umgedreht. Naja, es liegt auf jeden Fall in der Dunkelzone jetzt da oben. Ja. Wird gerade dunkel. Super, ne? Wie weit hast du noch? 50 Kilometer, aber ich nähere mich natürlich tangential, nicht frontal. Das bedeutet, dass ich eigentlich relativ flach in diese Dings eintrete. Ach, ich könnte mich ja schon mal um meine Achse drehen, ein bisschen. Ich baue mal einen Konnektor hin. Warte mal, wie mache ich denn das so? Ich musste doch hier, muss ich doch jetzt, genau. Ich drehe mich erstmal so, dass ich den Mond unter mir habe. Das ist doch nicht doof, oder? Ja, Mond unter dir ist gut. Ja, aber bis jetzt war das ganze Zeit war an der Seite, aber das brauche ich ja gar nicht machen. Dann komme ich nämlich wirklich so richtig flach reingeflogen quasi. Ja, 50 Kilometer. Ich glaube, bei 10 Kilometer werde ich mal langsamer machen. Also von Hand. Ja, kannst du machen.
Ja, ich kann ja bei 20 schon mal üben, damit ich mal ein Gefühl dafür kriege, wie schnell er langsamer wird. Das ist ja alles so eine Erfahrungssache. Aber man hätte unterwegs hier diesen Asteroiden, den ich gesehen habe, da hätte man theoretisch gucken können, ob da irgendwas ist, ne? Ja. Ich hätte theoretisch sogar aussteigen und an Bord können, oder nicht? Ja. Okay. Constructions, Moistatiums, Motoren. So. Kilometer. Ah, so langsam wird ernst. Naja, wenn man sich zurückkommt, spawnt man ja trotzdem auf der Erde, oder? Kann sein, dass du bei mir an der Krankenstation spawnst. Nee. Achso, ja doch, das kann natürlich wieder sein. Weil ich ja nicht in meinem Pott bin dann. Also bei meinem Rover steht immer, wenn ich einen anderen Respawn-Point wähle, dann verschwindet der Rover. Ja, das kann sein. Ist ja auch so. Wenn du einen neuen Rover kriegst, weil du neu startest, dann ist dein alter weg. Ja, ja, ja. Insofern ist der eh gefährlich. Deswegen, also solange spawnst du eigentlich immer am Rover. Ist ja auch bei mir so. Also eigentlich. Außer, wenn ich mal wieder bei dir lande. Irgendwas stand da, wenn man ein neues Respawn-Ship baut, würde der Rover verschwinden. Ja. Und ja, sonst könntest du ja ständig neue Rover produzieren. Umsonst. Ja. Will ja auch keiner. Muss ich auch noch im Dunkeln landen. Ja. 90 Kilometer, ich wollte bremsen. Mal gucken, wie heftig das geht. 18, ja, okay. Anziehungskräfte habe ich noch nicht. Ja. Ja, ich werde schon mal einmal langsamer. Ich bin nur noch bei 100. Also nur noch bei 2 Drittel Geschwindigkeit. Dann lieber vorsichtig sein. Bremsen kostet ja nichts. Außerdem brauche ich dann hinterher nicht so viel Energie. Also, die Dinger kann man ganz schön hell entstehen. Vor allem, die leuchten sogar durch die Wand durch. Das ist der Hammer, ne? Hier ist alles hell. Jetzt. Also hier hinten nicht mehr, aber da vorne. 14. Wahnsinn. Cool. Oh, jetzt kriege ich schon hier noch einen Südwesten außen eingeblendet. Ich habe dir mal einen Connector gebaut, direkt beim Licht. Ein was hast du gebaut? Einen Connector für dich, direkt beim Licht. Ach so, oh. Ich hoffe, dass ich dann trotzdem noch Zugriff auf meine Base und alles habe. Ja, oder umgekehrt. Ich noch auf mein Schiff lässt es jetzt ja. Wenn ich mit dem Schiff bei dir angucke. Ja, ist egal. Wir haben das letzte Mal gelöst. Ich hab's weggeflogen, dann ging's wieder, ne? Irgendwie so war das doch. Irgendwie so. Mal gucken. Schon hin. So, jetzt bin ich bei 11 Kilometer quasi. Aber ich bin auch nicht mehr so schnell. Oh, Bohrer ist wieder aus. Gerade war er an. Etwas weniger als die Hälfte. Vorsichtig sein. So, kriege ich eine Höhe irgendwann gezeigt, dann schon noch nicht? Ja, irgendwann schon, ja. Ja, bei G. Wenn ich G habe, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, habe ich noch nicht. Aber ich kriege schon Richtung angezeigt. Norden, Südwesten, Osten und so. Die ist es schon seit einiger Zeit. Also Magnetfeld quasi. Mhm. 9 Kilometer, also 9 Kilometer Entfernung, nicht Höhe. Aber ich habe immer noch keine Gravität. Aber noch ein bisschen. Jetzt bin ich 2000 Meter Höhe. Oh, 2000 Meter Höhe? Das heißt, ich müsste so langsam mal kippen oder was? Bei 2000 oder was? Äh,
Ja, also du solltest schon mal die großen Triebwerke nach unten richten, ja. Jetzt bei 2000. Ja, das Das hat ja heißt, keinen Schaden. das heißt ja, ich lasse den Kurs und drehe einfach nur das Ding rum, ne? Das Schiff mit dem Gyroskop. Die Frage ist, wo ist unten? Riechen das hin zu sehen? So. Ja. Wir sind nur Weiß gar jetzt nicht, leider was drin. woran Ach ich das so. sehe. Ach, da habe ich. Oh, was ist das denn? Ich habe jetzt hier. Ach, das ist eine. Was sind das für Gradzahlen, die ich da jetzt sehe? Wenn ich das Schiff kippe? Muss ich auf 0 Grad oder auf wie viel? Ach so, 0 Scheiße. Grad, ja. Scheiße, ich muss mal bremsen. Ey. Ich mache erstmal Z. Oh ja, Weil. das ist nicht falsch, wenn du mal ein Nee, paar weil ich weiß, Dämpfer ich muss erstmal. einlassen. Ich brauche erstmal Zeit. Ich brauche erstmal Kontrolle. Weil sonst, weil ich die ganzen Anzeigen erstmal hier kennen muss. Also 25, 30, das ist der Neigungswinkel, oder? Ja, Ja. sieht so aus. Die Frage ist, welchen Neigungswinkel sollte ich denn haben? Null? Naja, auf der Erde würde ich Richtung 0 gehen, beziehungsweise wenn man halt schneller Genau, werden null. will, nach unten hin, kann man ein bisschen nach unten neigen, so auf Ja, 20, ich 30 weiß, Grad. das kenne ich. Und Aber hier null, auf, null, dem null Mond, heißt. ja. Ich bin ja nur noch 6 Kilometer weg. Und ich bin wie hoch? Warte mal, wo ist meine Höhe jetzt geblieben? Gerade hat er die doch schön angezeigt. Wieso sehe ich die jetzt nicht mehr? Ich kann ja hier ein bisschen Wieso fliegen. sehe ich keine Höhe mehr? Hat er die nicht mitten im Bildschirm immer an? Oder nur, wenn man Normalerweise fliegt? schon. Aber nur, wenn man fliegt, sich bewegt, oder was? Normalerweise hätte ich gesagt, zeigt er die immer an. Vielleicht bin ich schon fast auf dem Boden, keine Ahnung. Ich würde ja erstmal gerne wissen, oder bin ich auf dem Boden? Kann doch nicht sein, nein. Das glaube ich nicht. Ja, auch nicht. Bulletproof Glass, Large Steel Tube. Ich habe doch keine Punktlandung, was kann doch nicht sein. Wo ist die Höhe? Oder ist es der 201R? Ich verstehe nicht, warum man mir die Höhe nicht anzeigt. Okay. Natürlich echt. Inventar ist zu klein. Da bin ich. Hä? Also ich bin schon ganz schön tief. Aber ich weiß nicht, wo ich meine Höhe sehen kann. Das ist die Geschwindigkeit links. Oder zeigt er mir die auf diesem Bildschirm an jetzt plötzlich? Normalerweise zeigt er Warte mal. vorne Alter, und warte, fahren. das kriege ich Oder auch. hast du Tab Jo. gedrückt? Nein, warte mal. Nein, dann ist ja alles weg. Nee, der zeigt mir die auf dem Bildschirm an, die Höhe. Ich sehe die rechts. Auf Okay. dem blauen Bildschirm zeigt er mir die. Links habe ich Geschwindigkeit und rechts Höhe, 199. Okay. Das ist ja fast nichts, ne? Ja. Und ich fliege jetzt erstmal 6 Kilometer. Achso, dann kann ich den Trägerstempel eigentlich wieder ausmachen. Ah, dann falle ich runter. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Okay. Ja, das kann ich aber dafür benutzen, für einen einfachen Abstieg. das stimmt. Dann ja einfach, sobald ich die anstehe, hält er dich auf der Höhe, ne? Also ich habe auf jeden Fall noch 5 Kilometer. Ah, jetzt leckt es auch noch. Das ist natürlich ganz ungünstig. Ah, ich hätte noch mehr Sachen mitnehmen können. Ach, da oben. Ach, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das mit dem Alt so verrissen, dass die Höhe aus meinem Sichtfeld raus war. Das geht auch. Eigentlich alles. Ja, so, jetzt geht's auch. Jetzt kann ich auch sehen, was ich tue. Sind ja hoffentlich keine Berge.
Naja. Ich meine, dass plötzlich von 200 auf 0 ist. Ja, ich bin schon wieder 400 Meter hoch. Das ist schon wieder zu viel. Ach, das ist schon wieder viel zu viel. Ah, jetzt sehe ich auch dein Ebenes von deiner Base. 500 Meter ist nicht mehr viel. Vielleicht sollte ich mal Licht anmachen. Bulletproof, noch ein bisschen. Oh je, an sich noch weniger. Die Scheinwerfer rechts und links neben dem Koppel sind scheiße, die müssen irgendwo anders hin. Irgendwie ist das immer doof. Man sieht dann gar nichts mehr. Ich mach mal hier an. Siehst du immer den Lichtkegel? Da, ich sehe was. Ja. Genau. Wo muss ich denn überhaupt landen? Dann geht das nämlich auch. Perfekt. Da wo Licht ist. Tja, da wo Licht ist, ist gut. Da ist ein Turm. Was ist denn rechts oben? Da ist ganz dunkel, da geht's steil runter. Du bist an einem Abhang, oder? Ja. Okay, dann fliege ich das doch mal von der Seite des Abhangs an. Dann sehe ich nämlich wenigstens, wo der Berg ist. Also da kann ich ja drüber fliegen einfach. Dass da so runter geht. Ah, da bist du. Ich gehe mal hier zum Connector. Hier, hallo. Hier. Wie hier ist schlecht, ich sehe nichts. Siehst du mich nicht? Da oben muss ich hin? Ja, da. Von welcher Seite soll ich das am besten anfliegen? Von hier? Ja. Egal. Ja, sagst du so. Also hier ist ein Connector auf jeden Fall. Ja. Oh, du bist ziemlich schnell, ja? Ich bin ziemlich schnell. Ich bin total langsam. Ich mache nichts hier. Dann gehe ich mal nach oben und schmeiß noch ein bisschen. Ja, Moment. Hauptsache die Höhe passt. Ach, der Connector ist so, der steht so hoch, ja? Ja, der steht ein bisschen höher, ja. Und ja, da muss ich mal, muss ich auch so parken, dass ich aussteigen kann, oder nicht? Das heißt, ich drehe mich lieber nach rechts rum. Sonst dann drehe ich mich aber auch vorher um. So machen wir das hier. Hoch genug bin ich da, oder mache ich das kaputt? Ich denke, warte mal. Also gerade eben warst du hoch genug. Ja, bist du. Ja, zu hoch ist nicht so schlimm. So, jetzt Kamera. Kamera erstmal gucken. Das ist die 7, hoffentlich da, zack, 7. Ah, toll, Moment, jetzt muss ich mal irgendwie. Okay, ach, der Connector ist da hinten, okay. Also meiner meine ich. Ist natürlich ungut, dass du gerade hier auf dem Planeten landest, wenn es gerade Nacht ist. Das ist halt. das habe ich jetzt gar nicht als schwierig empfunden. Nee, nicht deswegen, sondern weil mein Bohrer nur tagsüber läuft. Ach so. Ich muss mal die Nase ein bisschen nach unten nehmen. Ach so meinst du? Ja, noch ein bisschen. Ach, das fängt ja schon mal zu ziehen. Ja, das Dumme ist, dass man die Lichter in der falschen Richtung sehe ich dann. Ich habe verflogen. Nase ein bisschen nach unten. Jawohl. So, Handbremse aktiv. Jetzt stelle ich erstmal lieber alles aus. Kann ich doch jetzt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Wo ist denn? Taxi. Wo waren denn die Gruppen? Die sind immer oben. Das ist aber auch. Das mit der Sortierung ist nicht gut. All Licht aus. Ja. Das aus. Zack, so. So, diese ganzen Drills sind hier auch noch, weil die gibt es ja auch gar nicht, okay. Ja, also eigentlich müsste alles aus sein. Ich könnte höchstens meine Batterien auf Laden stellen. Aber die sind ja voll, brauche ich nicht. Eigentlich sind die voll, glaube ich. Ich guck mal schnell. Ich meine, die sind voll. Batterie. Maximal Speicher war 50. Nee, die sind nicht voll. Ah. Ich könnte meine Batterien laden. Oder glaube ich dir dann zu viel Energie? Ich glaube, das geht schon. Mach ich einfach laden. Ja, jetzt zieht er sich richtig was. Und wenn ich dann aussteige, komme ich auch wieder rein, hoffentlich. So alt. Man sollte seinen Helm vorher zumachen. Muss ich mir auch sagen. Ja, ich hatte meinen auch auf, als ich im Weltall war. Ja, ich schreit er sofort rum. So, und jetzt? Ja, meckert halt immer, ne? Jetzt gucke ich mir den Bohrer an. Oder ist das hier schon der Bohrer? Das hier ist mein Solardingens-Bumens, ne? Das mir Strom macht. Das hier oben? Ja. Ah ja, ich sehe die Panels. Das dreht
Wie viele Achsen hat das? Eine. Eine. Das heißt, es dreht quasi. Das dreht sich nur. Ja. Also es steht, die Achse steht senkrecht. Ja, genau. Okay. Und du drehst das dann nur immer der Sonne nach und das ist schon in einem bestimmten Winkel geneigt, das Pendel oben, oder ist das einfach senkrecht hoch? Das ist einfach senkrecht und passt. Okay. Aha. Ist nun leider gerade kein Licht, ja? Ja. Deswegen ist der Bohrer auch aus. Aber der Bohrer ist hier, ne? Hier drüben. Moment. Da muss ich mal hier rumlaufen. Auf dem Mond war ich noch gar nicht. Jetzt bin ich auf dem Mond. Ja. Das ja, da, hier. Ja, das ist der. Das hier ist der Bohrer. Oh, das ist ja ein ordentlich fettes Teil. Ja. Und der. Wie funktioniert die ganze Sache? Schiebt der immer, baut er immer neue Blöcke drauf, schiebt die nach oder wie? Genau, der schiebt sich halt immer wieder selber nach unten. Ja, ja, aber ich meine, der müsste ja dadurch länger werden. Genau, der wird auch länger. Ja, und wo kommt der neue Block hin? Unten oder oben? Unten kommen die neuen Blöcke hin. Ah, okay, das heißt, der wird einen runtergeschoben und dann wird einer dazwischen gesetzt, oder was? Hier, hier drüben, auf der Seite, von hier aus, wenn man hier aus guckt, dann sieht man die Schweißapparate. Moment. Ach, die bauen da ein neues Dings dran. Ja. Oder was? Ah, okay, ja. Ja, jetzt wenn mal Tag werden würde, dann könnte man das auch mal vorführen, wie es geht. Ja, okay. Weil ich möchte den echt nur laufen lassen, wenn es halt wirklich, wenn auf jeden Fall genügend Strom da ist. Ja, natürlich. Und das ist halt am Tag sichergestellt eigentlich. Nachts, naja, ja. Braucht man den Akku meistens fürs Flugzeug oder so. Mhm. Ja, sonst musst du halt mal ein bisschen in Energie aufrüsten. Ja, ein bisschen mehr Akkus bauen, könnte man mal machen. Ja, entweder oder, dann hast du einfach einen größeren Vorrat, das habe ich auch gemacht. Einfach so eine Phalanx Akkus da hinsetzen, wenn deine Solaranlage das voll kriegt und dann kannst du nachts durchlaufen lassen, wenn die tagsüber genug zieht. Sonst musst du noch mehr Solardinger drauf bauen. Wie viel hat der jetzt drin? Oh, jetzt hier, zack. Den Bohrer in der Hand. Er hat schon was. Eis. Hier gibt's Eis. Ja, hier gibt's Eis. Deswegen habe ich hier gebaut. Aha, ich könnte also jetzt Eis mitnehmen und mein Schiff laden. Ja, ich kann dir aber auch Eis geben. Nein, ich habe hier 164.000 gerade mal so auf Lager liegen. Ich könnte ja mal das Eis suchen, weißt du, ganz tief unten im Loch. Nö, ne? 40 Meter, das kann doch nicht so weit weg sein. Das ist doch hier irgendwo. Hier, das ist doch bestimmt schon Eis, oder? Natürlich. Das Blaue hier, oder? Hm? Was hier wahrscheinlich so rumliegt. Ja, das ist bestimmt alles Eis. Ja, der zeigt ja immerhin die Stelle an, aber eigentlich ist ja überall Eis. Ja. Mal gucken, ich baue mal hier irgendwo ein bisschen Eis. Mal gucken, was passiert. Soll mal arbeiten. Oh, ich sollte es auch mitnehmen. Das rollt ein Berg runter. Ich hab's eingeholt. Achso. Ja, müsste ich von der Refinery aus. Ich brauche natürlich meine Energie. Ich im Bohrer. Muss ich mich ins Flugzeug setzen und wieder aufladen? Ja, zum Beispiel. Oder an der Krankenstation. Achso, du hast eine? Jo. Dann sollte ich aber auch wissen, wo die ist. Weiß ich nämlich nicht. Bin schon voll, glaube ich. Achso, ich habe ja auch die Flaschen natürlich mal im Inventar. Und noch ein paar Eisenplatten sogar. Also die Krankenstation ist natürlich auf der Base. Wenn du der langen Leitung folgst, ja. Die so ungefähr in der Mitte der langen Leitung, sage ich einfach mal. Ich muss mal gucken. Also genau da wo der Hauptteil der Base ist, direkt gegenüber hier einfach drüber und dann. Achso, ich kann da drüber. Okay. Ja, hier kann man weit springen. Hier unten ist das Ding. Ah ja, okay. Und hinter dir ist das Herz meiner Anlage. Moment, was ist das hier? Ein Programmable Block. Achso, der sieht aus wie die Krankenstation, deswegen. Ah, das ist so ein Programm. Ja, da muss ich irgendwann auch mal was mitmachen. Finde ich ja total interessant. Wenn man programmieren kann, kann man total geile Sachen machen.
ist ja immer so. Es gibt hier einen Trading Outpost. Ja, ich weiß noch nicht, ob er funktioniert. Ja, und vor allem, wenn es da wieder nichts gibt, wie auf dem letzten Server. Ah, da hinten ist der tatsächlich, ja. Ist nicht mal so weit weg, 12 Kilometer. Na? Man kann hier außen rumlaufen. Ah, ich wollte nur mal gucken, wo ich springen kann. Ja, oh, da kann man leider nicht. Runterfallen. Achso, hier hast du, guck, hier hast du so mein Schiff, genau, das ist ja, so, achso, ich kann ja ganz oben rum. Zack, 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 wo ist mein Schiffchen da? Geht da gerade die Sonne auf? Es sieht ein bisschen danach aus. Ja. Das ist sehr gut. Sehe ich auch so, jetzt kann ich einfach in meinen Connector wahrscheinlich Eis einfüllen. Beziehungsweise nicht in den Connector, am besten direkt in den, da ist noch Eis drin. Habe ich gerade rein. Schätz, kriegst du aber was in den Netter auch. Ich krieg das jetzt noch da rein. Wahrscheinlich nicht. Hast du einen Large Cargo, da geht schon ein bisschen was rein. Der alles voll Eis da. Ah ne, das ist ja da. Jetzt muss auch mein Schiff suchen. Taxi, Generator. Da kriegst du noch was rein. Noch ein bisschen, aber nicht alles. Überwinter, Taxi, Lotierer. Ich darf es nicht reinmachen. Doch noch, wo ist denn mein Container? Da, Konnektor, wo ist der Container? Konnektor unten. Da, Frachtraum. Ah, da ist noch Platz. Okay. So, die ja, Sonne geht auf, jetzt müsste es eigentlich bald soweit sein, dass es losgeht, dass der Bohrer loslegt. Da schon eine ganze Menge jetzt hier stehen, ne? Achso, da muss ich auch mal wieder hinreißen zu dem Bohrer. Ja, dauert noch ein bisschen. So, ganz schön was schon aufgebaut hier. Ja. Also der Bohrer, der hat hier oben angefangen, ne? Also ganz oben bei den obersten zwei Sachen stand der früher mal. Mhm. Und der ist halt jetzt schon ein paar Blöcke nach unten gewandert. Hast du den nach irgendeinem Vorbild gemacht oder hast du den komplett selbst ausgedacht? Den habe ich mir selber ausgedacht. Ah, okay. Weil ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob das jemand schon mal so gemacht hat oder nicht. Ich wollte es halt mal so machen. Ja. Wahrscheinlich wäre ich mit irgendeinem Schiff oder so schneller gewesen. Egal. Nein, weil auch so viele Blöcke drin sind. Du hast die nachträglich dann gebaut, die ganzen Konnektoren, den ganzen Quatsch. Da sind so viele Konnektoren dran. Ja, das siehst du gleich, das macht er selber. Das Konnektoren baut er selber und die Merge-Blöcke und so. Genau, jetzt legt er los. Da unten ist irgendwas eingeblendet. Jetzt plötzlich. Genau. Das braucht nämlich auch Strom, das ist nachts aus. Dreht er da so ein Teil hin? Huch! Bin schon wieder reingefallen ins Loch. So, auf wie viel Meter ist der jetzt überhaupt? Ah, noch nicht so besonders tief. Ach so, das sind die Bohrköpfe da unten. Jetzt sehe ich es überhaupt erstmal. Ja. Also, noch macht es nichts aus, wenn man reinfällt. Man kommt noch raus. Ja, eben. Ach, du hast ja gesagt, du bohrst kreisrund, die drehen sich immer. Genau, ja. Die drehen sich. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an unsere Köpfchenmaschine. Das Frühwerk. Gibt einen leckeren Marmorkuchen. Ja. Rührwerk, ja. Das, aber was ist denn da so reingeblendet? Das ist das, was er als nächstes oben dran schweißt, oder was? Genau, das ist das, was er als nächstes hinschweißt. Das ist quasi die Vorlage, was du genau. So reingeblendet. Sobald er tief genug ist. Mhm. Das dauert aber eine Weile, weil. Ja. Und wird das wird unten dran gebaut, oder was? Oder oben? Das wird unten dran gebaut, ja. Ja, und dann wird das ganze rechte mit den Konnektoren nach unten geschoben, oder wie? Ja, er sollte jetzt eigentlich so ein bisschen nach unten fahren. Ganz langsam halt macht er das normalerweise. Aber irgendwie fährt er gerade nicht, habe ich das Gefühl.
Ah, da könnte ich mir auch mal im Prinzip überlegen zum Bohren. Also ich fände es interessant. Ich glaube, er fährt gerade nicht. Es gibt manchmal den Bug, dass er nicht fährt. Und ich weiß nicht wieso. Das heißt, er dreht dann auf der Stelle und bohrt nicht. Ja. Wackelt alles ganz schön. Ja, er steht auf der Stelle und bewegt sich nicht. Das ist irgendwie. Ah, warte mal, hier. Der hat die Velocity nicht umgesetzt. Wieso nicht? Arbeitet das alles oder? Gar nicht. Mit dem Material, was da rauskommt, was machst du oder machst du da nichts? Das wird verarbeitet. Okay. Also, er hat jetzt irgendwie die Velocity nicht gesetzt. Das war das Problem jetzt an der Stelle. Und ich weiß nicht, wieso. Also, wahrscheinlich, weil ich nicht auf dem Planeten war oder nicht in der Nähe war. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Ist wahrscheinlich das Programm durcheinander gekommen. Genau, jetzt habe ich die Velocity richtig gesetzt. Jetzt fährt er auch. Hast du einfach nachträglich von Hand eingetragen? Habe ich jetzt mal von Hand nachgeholfen, ja. War jetzt nicht so mein Plan. Eigentlich sollte der selber laufen, aber naja. Wie gesagt, er läuft halt nicht, wenn ich nicht da bin anscheinend. Ja. Auch die Merchblöcke und so weiter, das ist alles mit ein bisschen Trick verbunden. Also man muss da ein bisschen trickreich sein, damit das überhaupt funktioniert. Weil wenn das erste Mal vorbeifahren, kann es sein, dass die sich nicht verbinden, dass die gar nicht merken, dass die nebeneinander sind. Und erst beim Zurückfahren auf einmal merken, hoppala, so. Da ist ja ein anderer Merge-Block, ich kann mich mal verbinden. Wow. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Vielleicht lag es auch daran, vielleicht muss ich das noch irgendwie bugsicher machen oder so. Kann man ja mal. Genau, dauert halt eine Weile, bis er dann da unten ist. Und wer baut die Blöcke? Wer die Blöcke baut? Ja, gibt es einen Block, der die Blöcke baut? Ja, die Schweißgeräte da. Und der Projektor, der projiziert praktisch okay. Die dahin, dass die wissen, dass die da bauen sollen. Okay, und die Schweißgeräte machen das dann. Ja, das genau. Die müssen halt das Material haben. Ja, es ist im Prinzip wie bei Scum, du hast ein Blueprint. Und genau. Genau. Genau, das, was da unten angezeigt wird, ist im Endeffekt der Blueprint. Und der wandert auch mit nach unten. Also er wird mit nach unten verschoben. Mhm. Genau, jetzt ist aus, weil wahrscheinlich der Bohrer voll ist. Okay. Der Raffinerie ist zu lahm. Ich geh mal gerade gucken. Du brauchst einen größeren Zwischenspeicher. Ja, das kann natürlich auch helfen. Die Raffinerie kann auch arbeiten, wenn der Bohrer nicht mehr bohrt. Ja, Bohrer ist voll. Müsste aber gleich weitergehen normalerweise. Denke ich mal, die Raffinerie ist relativ flott. Ah, geht schon weiter. Ich habe extra Speed-Module dran gebaut. Naja. Ja, ich brauche einen größeren Zwischenspeicher. Du hast schon recht. Und hier oben wird halt der Gravel aussortiert, weil was will ich denn mit Gravel? Mhm. Und ich habe hier schon 50.000 Eisen oder so allein durch Stein gefarbt. Ich meine, okay, wenn du natürlich so viel Zeug hast, kannst du ja natürlich im Prinzip, wenn du Bock hast, hier bauen, wie blöd, ne? Ja. So viel Eisen, kannst du ja hier Plattformen machen, hast du gar nicht gemacht. Ja, ich bin noch nicht so lange hier oben. Hier unten. Guck mal. Ja, der produziert wahrscheinlich. Moment, ich komme ein bisschen vor. Der produziert wahrscheinlich wie bescheuert. Hilfe. Ja, hier unten hier ist der Ausschuss. Ach, diese Würfel? Ja, das Gravel. Schotterwürfel, ja. Toll. Achtung, gleich kommt wieder einer. Ach so. Ach, das ist gar kein Konnektor oder was? Oder wo ist der? Das ist ein Konnektor, der wirft aber das raus, das Zeug. Ja, da guckt, so, da kommt. Jetzt kommen die alles rollen hier.
Lustig. Ja. Das wiederum erinnert mich jetzt ein bisschen an wie heißt denn noch der Film? Der ist ganz toll. Butterfly-Effekt? Nein. Überhaupt nicht sowas. Du denkst in die völlig falsche Richtung. Erstens ist das ein Zeichentrickfilm und okay. Der heißt. Ach. Tschüss. Warte mal, der heißt. Wie heißt der? Mit dem Gehirn von dem Kind. Oh Gott. Was da intern dargestellt wird, ja, das ist total geil. Der Film ist einfach genial. Der heißt. Oh, Scheiße. Nee, so heißt er nicht. Ich brauche wirklich einen größeren Zwischenspeicher. Also mal gucken, ob ich den bei Google finden kann, indem ich die richtigen Dingsworte eingebe. Oh. Damals wohin Bau? Ja. Problem ist, ich komme nicht hin. Genau, alles steht Kopf. Kennst du den? Nein. Der ist wirklich. Der ist einfach. Der spielt halt auf sehr schöne Art wieder, wie ein Gehirn funktioniert. Da geht es um so ein kleines Mädchen, das irgendwie umziehen muss und was, keine Ahnung, irgendein Kram. Der ist einfach genial. Und da gibt es auch für. Also man vergisst ja im Laufe der Sachen, Lebens auch Sachen. Da gibt es auch so eine Schutthalle, da rollen auch immer diese ganzen, da werden auch immer diese ganzen Gedanken, die man irgendwann vergisst, werden da abgelagert. Vergehen dann so langsam. Das sah so ähnlich aus, als das gerade alles hier runterrollte, wie auf dieser Schutthalle. Ah, der Film, der ist genial. Der kam auch schon im Fernsehen. Alles steht im Kopf. Wenn du den mal siehst, wenn du den mal irgendwo in der Zeitung siehst, dass der kommt, der ist ganz toll. Nee, brauch dann ich hast nicht, du ja. Im Gehirn, im Speicher laufen dann immer so Leute rum, die räumen da auf. Die kommen dann eben vorbei und gucken, ach hier, irgendwie Erinnerung, ne? Kuscheltier zum dritten Geburtstag, brauchen wir nicht mehr weg. Das ist einfach so das Vergessen halt. Man vergisst ja irgendwie die Sachen. Immer. Das ist echt total gut gemacht, der Film. Den haben sie auch richtig, also der hat auch eine wissenschaftliche Grundlage, die haben da richtig recherchiert, wie sowas funktioniert. Ne? Okay. Und gesteuert wird das Gehirn eben von verschiedenen Leuten, das sind diese verschiedenen Sinne, also Hass, Liebe, Freude, weiß ich nicht, noch so ein paar Sachen. Und die streiten immer alle miteinander. Das ja, ja. Das ist total klasse gemacht. Ich befürchte, selbst mit mehr Zwischenspeicher läuft er nicht so besonders lange. Also, der verfördert zu viel, oder was? Ja. Da gibt es nur noch eins. Die Fördermenge reduzieren, indem man was wegschmeißt. Also nicht alles verarbeiten. Ja. Obwohl das passiert. Nee, also, was ich meine ist, was nicht passieren sollte, ist, du willst ja eigentlich nicht Material fördern, du willst doch in die Tiefe, ne? Ja. Ja, und das bedeutet, eigentlich möchtest du doch lieber, dass dein Bohrer läuft und nicht, dass er wartet, bis das Material irgendwie hier weg ist. Naja, ich möchte aber auch, dass er sein Material verarbeitet, damit er immer genügend da hat. Ja, natürlich, aber wenn es dann immer noch so viel ist, ich würde einen Überlauf machen, dass er das rausschmeißt, dass der Bohrer weiterläuft. Weil sonst steht er ja. In der Zeit könnte der bohren. Ich würde sagen, der sollte so lange füllen, wie er kann, aber wenn er nichts mehr einfüllen kann, dann sollte nicht der Bohrer stoppen, sondern sollte irgendein Teil anfangen, den Scheiß rauszuschmeißen.
Dann wird der Kann man ja Bohrer auch noch nicht immer mitmachen, ja. bohren. Wenn der Bohrer immer bohrt, bist du viel schneller unten. Wenn er jedes Mal anhält, nur weil die Raffinerie oder was weiß ich nicht mitkommt, dann bohrst du ja eigentlich gar nicht. Der dürfte eigentlich nie anhalten, solange er Strom hat. Also eigentlich Hast du schon recht, ja. Müsste ein Sortierer unten oben, wenn da ein Stau ist, müsste der anfangen, die Sachen rauszuwerfen. Dass Also der Bohrer irgendwas immer stimmt in bohrt. meinem Programm so gar nicht, habe ich das Gefühl. Ach. An sowas könnte ich auch mal, das ist ja auch Spaß dran. Also ein völlig anderes Prinzip am besten noch. Wir einfach mal überlegen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, so einen automatischen Bohrer zu machen. Den Vorschub, ne? Woran machst du den fest? Der Pisten. Der Pisten hat halt eine bestimmte Velocity, die ich ihm gesagt habe, die er nehmen soll. Ich habe keine Energie mehr. Oh, ich bin gleich tot. Oh, dann schnell aufladen. Ja, wenn ich das mal schaffe. Ja. Nee, ich komme hier schon nicht mehr hoch, oder? Ja, doch, doch, doch. Und hoffentlich finde ich jetzt auch die Krankenstation. Man muss hier oben rüber. Oh, 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 oh. Da kriege ich wieder. Nein, ich sehe. Oh, da kriege ich das wieder in der Errungenschaft für. Dafür habe ich es nämlich letztes Mal auch gekriegt. Das war wieder unter 1%. Also nichts mehr. Ich war schon am Hecheln. Scheiße. Muss man aber aufpassen hier. Nee, das heißt, der Vorschub ist einfach stumpf konstanten Erfahrungswert, oder was? Ja. Der hat keine Regelung drin. Richtig. Also zum Beispiel, wenn man die Anpresskraft messen könnte, wenn die zu viel wird, dann. Ja, nee, ich glaube, das wird ein bisschen extrem. Ist das denn möglich? Ja, ja. Naja, man, vielleicht könnte man den Boden detekten, wie weit der Boden weg ist, und dann anhand dessen sagen, okay, du kannst noch ein bisschen tiefer. Ja, eigentlich brauchst du nur, wenn du die Kraft messen kannst, könntest du sagen, in dem Kraftbereich wird zu wenig. Ah, jetzt guck mal, jetzt fährt er gerade nach unten. Warte, ja. Jetzt kann ich auch wieder, ohne zu sterben. Ah, ist aber ziemlich flott, ne? Ja, ich gucke ja schon. Ja. Okay, jetzt fährt er einen runter. Zack. Jetzt macht er unten wieder Block locker. Wird das verschieben? Mit was für einem Block wird das verschoben? Mit dem Pisten. Achso, das ist mein Pisten. Das ist alles mit einem Pisten gemacht. Ja, okay. Ein einziger Pisten macht die ganze Arbeit. Ist aber schon eine recht komplexe Konstruktion, würde ich sagen. Ja. Und die Hinges, die da drin sind, da sind zwei Hinges drin, die habe ich gebraucht, damit das aneinander vorbeigeht, hier jetzt an der Stelle zum Beispiel. Ja. Weil sonst verhakt sich das. Das muss ein bisschen wackeln. Ja, aber sowas kannst du alles im Singleplayer-Mode ausprobieren, kreativ, ne? Ja, genau. Ja, das würde ich auch machen. Das habe ich ja bei FTB auch immer so gemacht. Die komplizierten Und jetzt Sachen, fährt er wieder nicht. Wieso fährt er nicht? Aber das Schlimmste fand ich immer, dass im Singleplayer-Mode einige Sachen anders funktioniert haben. Ja, genau. Das ist nämlich jetzt an der Stelle auch so. Das hat im Singleplayer wunderbar funktioniert. Und jetzt macht er gerade nicht. Wieso nicht? Also nicht, er dreht auf jeden Fall. Das macht er. Aber okay, er bohrt trotzdem. Er bohrt. Okay. Okay, immer abwarten. Er bohrt ja immer noch. Also könnte sein, dass er trotzdem fährt. Ich sollte mir irgendwie automatisch auch noch eine Treppe runterschweißen lassen oder so. Genau, das habe ich mir gerade auch überlegt, dass eine Bohrer direkt eine Treppe ist. Es gibt ja diese komischen diese Gittergestelle mit einer Leiter dran, die du alle übereinander stapeln kannst. Kennst du die? Mhm. Die sind zwar total beschissen zu begehen, aber es ist genau ein Doppelblock und die kannst du alle stapeln. Nee, der Pisten funktioniert wieder nicht. Mal gucken, wieso nicht. Velocity, der schaltet die Velocity nicht um. Wieso nicht? Bug. Ja, ich habe einen Bug im Programm irgendwie, glaube ich. Das ging in Singleplayer einmal frei. Der schaltet nicht um. Wenn ich jetzt Richtung Erde gucke, ne, und meinen Waypoint sehe von meiner Basis, dann liegt die hinter dem Planeten, richtig? Ja. Nicht auf dieser Seite. Die Erde, das kann man Richtig. ja nicht sehen. Kannst du nur wissen. Okay.
Richtig, der Ja, liegt ich glaube, ich mache mich hinter auf jeden Ihnen. Fall gleich mal auf den Rückweg, weil ich muss ja auch irgendwann mal ins Bett. Ja, Dauert genau, ja noch ich ein auch. bisschen zurückzufliegen. Ja, deswegen ist dauert ja auch ein bisschen zurückzufliegen. Aber finde ich schon cool, die Maschine. Also das, weil, also ich finde ja, dass solche Spiele erst genau an dieser Stelle interessant werden, wenn man die Ja, erst macht. genau. Weil, aber ja, da sind schon mal, ich behaupte, dass 95 bis 97 oder 98% aller Spieler damit raus sind. Ja, wahrscheinlich. Die haben, da fehlen ihnen die Fähigkeiten zu. Und zwar sowohl die Ingenieursfähigkeit, sich das Prinzip zu überlegen, und schon erst recht die Fähigkeit, das zu programmieren. Es heißt ja Space Engineers, also von daher. Ja, okay, aber sowas kannst du auch als, auch wenn du, also klar, wenn du Ingenieur bist, könntest du das Prinzip dir überlegen, aber es könntest du es ja nicht umsetzen, wenn du nicht programmieren kannst. Ja, also mein Programm funktioniert nicht. Komischerweise, es ging schon mal, auch hier auf dem Server, es ging schon mal. Und jetzt geht es Ja, irgendwie gut. nicht mehr. Ja, irgendwo bist du ja auch dahin gekommen, wo du jetzt bist. Genau. Also es ging schon mal, aber irgendwie geht es jetzt nicht mehr. Naja, egal. Ich gucke mir das, Okay. denke ich mal, morgen an oder so. Ach, ich glaube, ich muss auch mal irgendwas im Zimmer erklären wollen. Ich benutze nochmal die Krankenstation, dann stelle ich mein Schiff um. Und Laden auf Auto. Und dann starte ich einfach. Dann sage ich mal gute Heimreise. Ja, hoffentlich komme ich. Wie komme ich da hoch? Wie wollte ich das denn Müsste eigentlich schon gehen, machen? oder nicht? Weiß ich, springen oder was? Achso, ja, springen geht. Springen und dann Kommt man dran, ne? hin. Ja, Perfekt. das geht. Das geht, ja, das ist ganz schön hoch. So, okay, da muss ich jetzt erstmal als erstes die Batterien umstellen wieder. Ich wollte halt den einfach nur mal dahin machen, dass du da landen kannst. Mir halt nicht. Also, ja. Ja, so, okay. So, alle Akkus Auf die Auto. Schnelle. Irgendwie gefällt mir die neue Farbe fast besser als die alte. Muss ich umspritzen, die ganze Base. Boah, eigentlich muss ich jetzt noch auf P drücken, wa? Da müsste es ja gehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, Tank ist voll. Ach so, ich wollte noch mal gucken, ob ich noch. Ja, ich habe leider nichts mehr verarbeitet, habe ich natürlich noch ohne Ende Eis. Boah, ich habe ohne Ende Eis dabei, okay. Also da kann ja gar nicht schief gehen, wa? Wie viel Eis Warte hast du mal. dabei? Weiß ich nicht, warte mal. Das ist jetzt ja, also der Ungefähr Wasserstofftank über den ist. Daumen. Warte mal, da sind schon. Ach nee, Moment, warte mal, ich muss mal eben den Connector trennen, dann ist das einfacher zu gucken. Und sehe ich deine Sachen auch alle. Ja, das muss ja schon reichen. So, jetzt ist es nämlich einfacher. Ach du Scheiße, 18, 20, Okay, ja, das 22, passt. 43K, das Ganze, das Da kommst du frisst auf jeden Fall gut natürlich. nach Hause. Aber locker, wenn ich mich nicht verfliege. Oh. Dann guten Flug. Ja. Gute Heimreise. Jo, ja, alles klar, so wie vorhin. Also ich fliege jetzt quasi, ich suche mir jetzt einen Kurs an der Erde vorbei, ja, so Genau. ungefähr in der richtigen Höhe. In der Hoffnung, nicht zu nahe an die Erde ran zu fliegen. Ja, da fliege ich mal, ich ball mal irgendeinen Kurs. Ja, und hier sage ich herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Okay.